Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Schön, dass ihr auch im April uns treu geblieben seid. Nachdem wir im März Süßkartoffeln gemacht haben, machen wir im April jetzt ganz viele leckere Desserte. Unter anderem italienische. Und ich möchte euch als erstes in diesem Monat einen italienischen Snack, der bei uns Deutschen extrem beliebt ist, vorstellen. Ist zwar kein Dessert, aber so als Auftakt, als Prolog in diesem Monat taugt das eigentlich ganz gut. Ich rede über nichts anderes als Pizza. Und die machen wir uns heute. Und zwar die Variante, die wir Deutschen am liebsten mögen, nämlich die Pizza Salami. Was wir dafür brauchen, das sehen wir in unserem Warenkorb. Den zeige ich euch jetzt. Wir brauchen Weizenmehl, Tomatenpüree, Edamer, Wasser, Edelsalami. Die besteht aus Schweinefleisch, Schweinespeck, Speisesalz, Gewürzextrakten, Dextrose, Glukosesirup, Gewürze, Zucker und Antioxidationsmitteln. Darüber hinaus brauchen wir noch den Konservierungsstoff Natriumnitrit sowie Rauch. Um das Ganze abzurunden, brauchen wir Rapsöl, Hefe, Zucker, Speisesalz, Stärke, Weizenstärke, Kräuter und Gewürze. So, dann machen wir uns mal an die Zubereitung. Wir stellen den Warenkorb zur Seite, nehmen uns dann einen so einen Teigrolling hier, dann ziehen wir den kunstvoll von hier unten mit der dafür vorgesehenen Lasche auf und reißen dieses Ding auf. So, wir essen heute zu dritt, also brauchen wir von diesen wunderbaren Teigfladen 3 Stück. So, und wenn ihr ganz genau hinguckt, seht ihr hier diese grünen kleinen Pünktchen. Das sind die Kräuter, die ich euch vorgelesen habe. So, nach Verpackungsangabe bringen wir die jetzt bei 180 bis 200 Grad in den Umluftofen und warten 12 bis 14 Minuten. Bis gleich. Thank you.
schön, dass ihr noch dabei seid. Pizza ist fertig. Die schneiden wir uns jetzt erstmal, indem wir sie hier auf das Brett geben. Dann nehmen wir hier ein schönes großes Messer und schneiden uns die einmal quer. So, große Stücke schneiden wir noch einmal durch. So, legen die Salami wieder dahin, wo sie hingehört. Nun wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt, der Ständer kocht dein Lieblingsessen. April, April. Ja, ich wünsche euch einen schönen 1. April. Kommt gut in den April. Cool, dass ihr dabei seid und es einen kleinen Spaß mitgemacht hat. Tschüss.